Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch, diesmal mit Monika Maron, freies Gespräch für den Sandwert-Televisor. Und ja, es ist mir also eine große Freude, dich heute hier empfangen zu können zur Diskussion über dein neues Buch Das Haus. Monika Maron bedarf nun, weiß Gott, keiner Vorstellung im deutschsprachigen Bereich. Ihre zahlreichen Bücher, Buchpublikationen, Buchpreise auch sind allgemein bekannt. Sie ist gegenwärtig nicht nur in den Buchläden als Romanschriftstellerin, sondern hat auch Essaybände publiziert, ist auch in der Publizistik durchaus aktiv, hochgefeiert, lange Zeit in den Medien, aber auch, wie das ja vielen von uns so gegangen ist, auch durchaus in die, sagen wir mal, in die Kritik genommen worden. Gerade nach dem letzten Buch Arthur Lanz, nach der Zusammenarbeit mit dem Buchhaus Loschwitz, da gab es ja auch Probleme mit deinem Traditionsverlag, den du dann wechseln musst. Also man sah, da gab es auch schon Schüsse vor den Bug gewissermaßen, eben auch und gerade für altbewährte Künstler, die eben sich dem modernen, sagen wir mal, Diktat der Woken-Gesellschaft nicht in allem unterwerfen wollen. Und da gibt es dann natürlich auch harter Kontra. Das hat deiner Beliebtheit aber keineswegs Abbruch getan, ganz im Gegenteil. Also ich war jedes Mal also wirklich sehr positiv erstaunt, wie viel Sympathie es aus allen Medien und auch von den vielen Lesern gab, eben um dich zu unterstützen da in dieser Situation. Und jetzt sind wir ja schon wieder eine Etappe weiter. Jetzt hat Monika Maron auch ihr neues Buch rausgebracht. Das Haus, das ich, wie der Zuhörer sieht, auch noch ganz frisch damals, sogar bevor es veröffentlicht wurde als PDF, mir durchlesen durfte, das ich also auch mit großem Interesse verschlungen habe. Zumal es ja auch sagen wir mal, im Gegensatz zu anderen der letzten Bücher ja eine, sagen wir mal, sehr, 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 sehr andere Grundstimmung hat. Also ich war eigentlich sehr, sagen wir mal, beeindruckt, berührt von der ja sehr, sehr persönlichen, sehr ruhigen, versöhnlichen, teilweise geradezu beschaulichen Grundstimmung auch dieses Buches, Das Haus, das ja nun auch verschiedene hochinteressante Themen behandelt, die aber eben weniger, sagen wir mal, irgendwelche politischen Aufregerthemen sind, die du ja sowieso nie ins Zentrum genommen hast, sondern eigentlich eher grundsätzliche Lebenserfahrungen. Monika, vielleicht als Einstiegsfrage, wovon handelt das Haus? Was ist das, was dir sozusagen als Autorin da als Element am wichtigsten scheint? Nachträglich. Ja, nachträglich, genau. Nachträglich. Weil ursprünglich hatte ich ja was anderes vor. Ich wollte nach Arthur Lanz und Moonin eigentlich ein ganz eher surreales Buch schreiben. Und hatte da immer Leonora Carringtons Hörrohr im Kopf. Aber dieses Surreale ist mir offenbar vergangen. Also ich habe das Buch ja während der Corona-Zeit geschrieben, die selbst so surreal war, dass ich also im ganz realistischen gelandet bin. Und nachträglich, ja, also ich glaube ja, dass das Buch eine zweite Tonspur hat. Jedenfalls habe ich die für mich da mitlaufen lassen. Und versöhnlich finde ich das Buch eigentlich nicht, höchstens insofern, als die Leute, die da versammelt sind in dem Haus, keinen Streit zu Ende austragen. Also es geht immer auf irgendwas zu und man merkt, es brodelt da irgendwo was. Aber sie wollen ja am nächsten Tag alle weiter miteinander leben. Also und da lässt man es halt nicht drauf ankommen, dass es endgültig kracht, weil dann fliegt der Laden auseinander. Aber die Themen sind ja alle da. Das habe ich mir beim Schreiben immer gedacht, dass auch vor Corona eigentlich ja alle Probleme da waren, die dann eskalierten in dieser Zeit, also durch die Übergriffigkeit der Maßnahmen also die Reizbarkeit der Leute stieg eigentlich und auch die Polarisierung unter den Leuten, was mich übrigens sehr gewundert hat, wie schnell
da das Polizeiwesen in der Zivilbevölkerung aufbrach und wie man die Leute gehasst hat, Denunziantentum, die sich nicht impfen lassen wollten. Also ich weiß, ich habe ein Gespräch auch mit einer wirklich guten Freundin gehabt, die das auch unmöglich fand, dass die sich nicht impfen lassen wollen. Wie ich gesagt habe, der Mensch, der Angst hat, der hat Angst. Und ich würde den Teufel tun und jemand, der Angst hat, zwingen, sich trotzdem impfen zu lassen. Also gut, das alles hat das, was ich im Buch beschreibe, also eben mich nur 2019, dachte ich, es war im Untergrund ja alles da. Und ist dann in diesen Corona-Jahren und danach sowieso also eskaliert. Das fand ich sehr interessant bei der Lektüre des Romans, dass er ja ganz bewusst, ganz klar vordatiert ist. Er ist ja jetzt gerade rausgekommen, jetzt ziemlich frisch, aber er ist natürlich datiert, ja, 2019, ganz klar vor der Covid-Zeit. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite liest er sich ja doch ein bisschen wie so ein klassisches Kammerspiel, wenn man will. Ne? Also ich meine, dieser Gedanke, also es hat schon fast was, wie soll ich sagen, schon was Theaterhaftes, weil wir haben ja einen Ort, ne, das Haus. Wir haben doch die Figuren, die dieselben sind, so mehr von Anfang bis zum Ende, so ungefähr, so mit ein paar Special Guests, die auftreten. Wir haben letztlich auch eine Handlung, wenn man will, so dieses Zusammenlebens. Es ist also eigentlich ein klassisches Theaterstück, wenn man so will, ne, mit einigen, also man könnte es sich sehr gut vorstellen auf der Bühne gewissermaßen. Ja, das hat sowas, also ich hatte immer das Gefühl, während des Schreibens, ich war das erste Jahr war ich ja durchgängig auf dem Land und wirklich allein und bin jeden Morgen in dieses Haus gegangen und habe geguckt, was ist jetzt los und wie geht's weiter und habe mich dabei manchmal gefühlt wie in einem Film, ja, also ich hatte die Kulisse hatte ich ja genau vor Augen. Das Haus selbst kenne ich ja auch. Das steht wirklich da in meiner Gegend. Und also Bühne, ja, aber für mich war es irgendwie immer ein Film. Mhm. So, in dem ich nicht mitgespielt habe, den ich mir angeguckt habe. Ja. Ja. Also was ich erstaunlich fand, das ist, dass eigentlich mit einigen wenigen Adaptationen hätte es auch ein Roman innerlich über die Covid-Zeit sein können. Weil ich meine, dass Leute miteinander eingeschlossen sind, das ist ja der Fall hier, gut, die sind freiwillig eingeschlossen, können ab und zu mal weg, aber mit einigen kleinen Änderungen hätte das Ganze ja auch so eine Art Kammerspiel über die Covid-Zeit sein können. Ja, das wollte ich aber überhaupt gar nicht. Also ich habe sehr bewusst entschieden, mein Buch ist vor Covid. Und eben auch in der Annahme, dass alles ja da war. Also in Ansätzen war ja alles da. Unter der Oberfläche war es da zum Teil ja auch über. Und weil ich dachte, ach Gott, zum Schluss schreiben dann alle über Covid und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und darum habe ich auch ganz an den Anfang ja den Brand von Notre Dame gesetzt, wo ich dachte, dann weiß jeder, wann es ist. Ja. Und daraus ergaben sich dann auch noch andere Dinge, ja. Mhm. Wieso eigentlich dieser Sitz des Romans oder diese ja, ziemlich klare, auch innerlich ausgearbeitete chronologische Verankerung im Brand von Notre Dame? Ist das etwas, das dich selbst, sagen wir mal, das dir als so ein Epochendatum erschienen ist oder eher als ein bloßes Fait divers? Oder ich meine, das ist ja, glaube ich, so ziemlich das einzige politische Ereignis, das, glaube ich, da wirklich konkret in den Mittelpunkt tritt. Es ist ja nicht so, dass dann jetzt 10, 15 andere Sachen irgendwie erschienen, sondern das ist ja wirklich so das zentrale äußere Erleben, mit dem die Einwohner des Hauses irgendwie fertig werden müssen. Wieso gerade der Brand von Notre Dame? Ja, weil ich fand, dass der wirklich ein Weltereignis war. Mhm. Also Notre Dame ist ja auch für Ungläubige, aber die sogenannten Kulturkasten, ja doch ein Symbol. Und die Frage, die ich mir dann plötzlich selbst gestellt habe, was wäre also das deutsche Notre Dame, nachdem der Präsident, also Macron ja gesagt hatte, das Wahrzeichen aller Franzosen oder so, dachte, was wäre denn unseres? Und dachte, wir könnten uns auf keins einigen. Also
Da Deutschland ja, also wahrscheinlich könnte jedes Bundesland sein Symbol sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns auf eins einigen könnten, was also für die Bayern genauso zutrifft wie für die Sachsen und die Nordfriesen oder die Vorpommern. Ja. Ja. Darauf habe ich aber keine weitere Antwort gefunden, außer dass es so ist. Mhm. Ja, das ist ja ein Punkt, den die Insassen gewissermaßen des Hauses ja auch diskutieren. Ne? Also diese Frage, ja, gibt es ein deutsches Notre Dame? Das ist ja eine Frage, die, sagen wir mal, die Protagonisten ja auch durchaus eine Zeit lang bewegt. Was würden denn die Einwohner oder was würdest du denn daraus ziehen, aus dieser Feststellung, es gibt jetzt nicht da so ein zentrales Symbol für Deutschland? Ist das jetzt für dich ein Zeichen der Stärke Deutschlands, dass so viele Symbole oder diesen Föderalismus oder sagen wir mal deutsche Diversität oder ist das eher etwas, wo man denkt, na, wir haben vielleicht nicht genug, was uns vereinigt? Das bleibt ja auch im Buch so ein bisschen offen, ob das jetzt bedauert oder im Gegenteil positiv irgendwie. Also mir scheint, dass die Insassen das eher oder Bewohner des Hauses es eher so ein bisschen zu bedauern scheinen, dass man da jetzt nicht selbst diesen Vergleich direkt ziehen kann. Na, also wenn wir jetzt mal unsere Position in der Welt betrachten, also kulturell kann man das ja sogar irgendwie für einen Vorteil halten, wenn es so vielfältig ist. Aber ich glaube, dass so ein einigender Gedanke uns gut täte, also auch ein einigendes Symbol. Mhm. Also wir leben ja offenbar in einer Zeit, die sich rückbesinnt doch auf Nationen, mhm. Also weil ja vieles andere offenbar nicht funktioniert. Und die Deutschen sind ja in ihrem nationalen Bewusstsein stark beschädigt durch ihre Geschichte. Also wenn sie sich auch auf etwas besinnen könnten, was sie eint und was Schönes und was etwas ist, wofür man sich so nicht schämen muss oder was überhaupt etwas bedeutet, was den Leuten, ja, was sie eint einerseits, aber was ihnen auch einen ideellen Halt gibt. Und ich glaube, daran mangelt es zurzeit. Mhm. Ja, ja. Wobei es natürlich in Frankreich ja auch so ist, so meinem eigenen Empfinden nach, klar gibt es immer so diesen französischen Zentralismus auf Paris hin, der hat natürlich ganz lange Tradition und ist eigentlich ja nur, findet seine Parallele vielleicht in der Bedeutung von London für das Vereinigte Königreich, ne? Während da ja Deutschland einen anderen Weg gegangen ist, Italien ja auch ganz lange einen ganz anderen Weg gegangen ist. Das erklärt sich natürlich dadurch teilweise, aber sagen wir mal, in Frankreich gibt es natürlich auch massive antichristliche Bestrebungen. Also es ist nicht nur diese Wertschätzung der Laïcité seitens vieler eben Republikaner oder des Säkularismus oder sowas, sondern es gibt ja auch einen ziemlich starken antichristlichen Affekt, also die jetzt nicht nur sagen, wir sind neutral, sondern es gibt ja einen sehr großen und sehr traditionsreichen, das dauert ja, gibt es ja schon seit fast 300 Jahren, so einen gewissen Hass auf die christliche Tradition, der auch in der Aufklärung ja auch ganz stark geübt wurde. In der Französischen Revolution haben wir ja gesehen, dass da in einem Ausbruch kollektiver Gewalt ja im ganzen Land Kirchen zerstört worden sind und so weiter. Also es ist nicht unumstritten, sagen wir mal, diese Bedeutung einer christlichen Kirche als zentrales Symbol, wenn man so will. Und deshalb fand ich es auch eigentlich ganz interessant, eigentlich sehr berührend, dass von den Bewohnern des Hauses, jetzt bis auf die Familie natürlich des Althistorikers, eigentlich so ziemlich alle mehr oder weniger agnostisch sind oder teilweise sogar atheistisch oder jedenfalls jetzt mit Religion oder Christentum als etwas eher Fremdes empfinden, das jetzt nicht so Teil ihrer alltäglichen Glaubenswelt irgendwie ist und doch alle diese Erschütterung zeigen. Es gibt ja keine Stimme, die jetzt sagen würde, ach, das brauchen wir doch gar nicht mehr heutzutage. Nur der eine sagt, wenigstens ist es nicht, was fällt mir jetzt gerade nicht ein? Ich weiß, also
Also was mir jedenfalls... Der Louvre. Ja, also... Wenigstens ist es nicht der Louvre. Also, ja, richtig. Ja, also der Brand der Kunst wäre schlimmer gewesen als Notre Dame. Stimmt. Genau. Aber ansonsten, also merkt man, das hat mich so berührt, dass da in diese Bewohnerschaft auch so eine generelle Erschütterung irgendwie gespürt hat und das ja auch verbalisiert. Wir glauben zwar nicht, aber irgendwie tut es einem weh. Also selbst wenn es nicht der Glaube ist, ist es die Kultur und ist es die Geschichte. Und ich glaube, dagegen richtet es sich ja nicht. Also alle Leute rennen in die Kirchen, die sie irgendwo sehen und bewundern sie. Also ob sie glauben oder nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, für mich war es eigentlich, also ich bin nicht gläubig. Ich kann, das bringe ich irgendwie an einen personalen Gott, kann ich nicht glauben. Aber ich habe die Existenz der Kirche in der DDR als etwas empfunden, wo ich da, also zum ersten Mal gedacht habe, es ist gut, dass es ein Wertesystem gibt, das nicht einer Regierung untersteht, sondern dass es etwas anderes gibt, was einen Ewigkeitswert hat. Und jetzt, also in Deutschland, die Kirchen, darüber muss man nicht reden, die geben ja genau diese Funktion auf, ja, den Ewigkeitswert. Und, aber das war, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, es ist eigentlich gut, wenn es eine andere Instanz gibt. Ja? Mhm. Wenn man unter so eine Regierung fällt, dann muss das Feste sein. Was, glaube ich, erstmal mit Glauben noch gar nichts zu tun hat, sondern mit der Institution, die von Gläubigen getragen wird, aber wo man sich doch mit den ethischen Prinzipien einverstanden erklären kann oder sich mit denen identifizieren kann. Mhm. Ja, also die Institution Kirche sichert sozusagen ein Netzwerk von Menschen, die sich auch im Glauben oder in der, sagen wir, Unterstützung gemeinsamer Werte eben auch zusammenschließen können, teilweise sogar müssen, wenn man so will, aus dem inneren Empfinden heraus gegen übergriffige Staatlichkeit. Ne? Ja. Genau. Das erinnert mich jetzt sehr stark an das Gespräch, das ich gestern eben auch hier für das Frauengespräch führte, über Widerstandsgestalten, auch noch im Nationalsozialismus, Edith Stein, Sophie Scholl. Sprachen wir auch über die Bedeutung gerade der Kirchen, dann eben auch in der DDR. Hast du das als, sagen wir mal, also durchaus dein persönliches Leben wahrgenommen als eine Instanz, die sozusagen dem allgemeinen Wahnsinn, wenn man so will, entgegenstand? Na, wenigstens teilweise. Ja. Teilweise. Und also zum Beispiel konnte ich Lesungen dann überhaupt nur in Kirchen machen oder so, woanders nicht. Und dass die ihre Türen geöffnet haben, also für die Dissidenten oder für verbotene Schriftsteller oder so, das war schon bedeutend. Und das war auch ein Zeichen, für das man auch dankbar war, ja. Ja. Hast du denn eine Erklärung für die Frage? Das hat jetzt mit dem Buch eigentlich gar nichts zu tun, aber ich finde das hochinteressant, weil wir mit Mai darüber sprachen. Die Tatsache, dass die Kirchen, gerade in der ehemaligen DDR, ja nach dem Zusammenbruch der DDR ja nicht unbedingt von ihrer Rolle unter der DDR irgendwie profitieren konnten. Also ich meine, im Vergleich mit Polen. In Polen war es ja so, dass die katholische Kirche ja massiv gegen den Kommunismus gekämpft hat. Gab es ja auch viele Märtyrer. Papst natürlich auch noch, klar. Und dann ist eigentlich sozusagen nach dem Fall des Kommunismus die katholische Kirche unglaublich gestärkt, wenn man so will, als moralische Instanz, aus dieser Erfahrung hervorgegangen. Das bröckelt jetzt auch in Polen, das ist natürlich ganz klar, das ist ein genereller Prozess. Aber sagen wir mal, die Kirche fühlte sich gewissermaßen als Sieger in diesem Kampf mit dem Kommunismus und wurde von den Polen dementsprechend auch als moralische Instanz akzeptiert. In der DDR oder ehemaligen DDR hat es ja was Vergleichbares, hätte es ja auch geben können, wenn man so will, dass nach dem Fall der Mauer sozusagen die Kirchen dann als die Akteure, wenn man so will, oder als Widerstandskämpfer oder Märtyrer oder was auch immer, irgendwie dann steigende Beliebtheit gehabt hätten. Aber man hat ja den Eindruck, das Gegenteil ist gegenwärtig der Fall. Naja, nun war die Rolle der
der Kirche in der DDR weniger eindeutig als in Polen. Mhm. Also das waren ja auch Leute, die für die Stasi gearbeitet haben und so. Und außerdem waren die Leute eben zum größten Teil nicht gläubig. Ja. Also als sie andere Unterstützer finden konnten, mhm, haben sie andere Unterstützer genommen als die Kirche, mit denen sie ja dann durch Glauben nicht verbunden waren. Mhm. Aber ich glaube auch, die Kirche war ja nie so stark, wie sie in Polen war, und mhm, die Leute niemals so gläubig wie in Polen. Ja, ja. Und vielleicht teilweise auch noch beschädigt im Nationalsozialismus, ja, durch Sachen wie die deutschen Christen oder sowas. Also dass da vielleicht eine Art innerer Zerfallsprozess der protestantischen Kirche eingesetzt hat, der schon viel früher zurückgeht als derjenige, der jetzt die Katholiken in Polen betrifft, der sie jetzt da massiv. Ja, aber ich glaube auch, dass in der DDR jedenfalls vielleicht die ganz alten Generationen, die dann ja auch schon gestorben waren, noch gläubig waren, aber dass die Kirchen eben immer leerer wurden. Mhm, ja. Also eher sozusagen als ein sozialer Rückzugsort, ja, aber nicht als Ort eben der Kommunikation mit, ja, der Transzendenz irgendwie dann gewürdigt werden. Vielleicht eine letzte Frage, ganz neugierig. Ich habe es nur teilweise hier und da mitbekommen. Wie ist denn die Rezeption bisher ausgefallen deines Buchs? Also im Prinzip schon sehr gut, bis auf ein paar Ausreißer. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, dass manche Rezensenten ganz enttäuscht waren, weil nun nicht der nächste Skandal ausgerufen war. Ja. Und bei manchen hatte ich den Eindruck, dass sie einfach quer gelesen haben, weil sie dann auch Sachen geschrieben haben, die so nicht, überhaupt nicht stimmten oder bestimmte Sachen nicht gelesen haben. Aber was mich zum Teil gewundert hat, ist, dass sie, also sie haben das Buch alle für ein bisschen harmlos gehalten. Und ich halte es eigentlich nicht für harmlos. Mhm. Weil ich denke, da stehen lauter Sachen drin, wenn man über die weiter nachdenkt. Also mich hat zum Beispiel gewundert, dass niemand drauf gekommen ist, da findet ja der Waldbrand statt, mhm, und es geht darum, ob sie die Leute aufnehmen, die da evakuiert werden müssen und die Dörfer ja vielleicht abbrennen. Ja. Und dann gibt es und Streit zwischen denen, die einen wollen die aufnehmen und sagen, sie haben ja leere Zimmer und sie könnten sich gar nicht wohlfühlen, wenn sie nicht die Flüchtlinge da aufnehmen. Also ich sag schon Flüchtlinge, also die so. Und die anderen sagen, ja, aber wenn die Dörfer wirklich abbrennen und die alle bleiben. Mhm. So, also ich hatte dabei immer im Kopf, man muss ja dann auch an die Flüchtlinge von überall denken. Und kein Mensch hat das so gelesen, auch meine Freundin nicht. Ja. Ich sage, habt ihr denn nicht an die Ukraine gedacht oder an dieses oder jenes? Mhm. Nein. Und da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Eigentlich steht es ja da. Mhm. So, also insofern war die Rezeption, sagen wir mal, Monika Maron ist versöhnlich und sanftmütig geworden, bis hin zu dem Verdacht, ich traue mich nicht mehr, weil ich ja nun bei Hoffmann und Campe bin und mich da nicht mehr traue. Was ja Quatsch ist. Also erstens habe ich auch vorher andere Bücher geschrieben. Also alle tun so, als hätte ich immer nur solche Bücher geschrieben wie Munin und Arthur Lanz. Ja, ja. Davor ganz andere. Mhm. Und dieses eher wieder so wie davor. Aber sagen wir mal, es wurde sehr viel besprochen und vorwiegend wohlwollend. Nicht euphorisch, aber wohlwollend. Mhm. Kann ich verstehen, weil vieles ja auch filigran ist. Also du sagst schon einige sehr, sagen wir mal, umstreitbare Sachen oder die Themen, die behandelt werden, aber eben filigran zwischen den Zeilen. Ja, ich gebe keine Antworten. Auch, ja, weil manches wird ja auch nur angekündigt und findet dann nicht statt. Ja. Ne? Nee, also ein Buch, wie gesagt, das mir große Freude bereitet hat, das wirklich das jetzt deuten zu wollen, aber sagen wir mal, wie viele auf den ersten Blick heitere und unspektakuläre Geschichten letztlich viele doppelte und dreifache Böden verbergen, also denen man sich wirklich da auch nur peu à peu annähern kann. Also mir hat es große Freude gemacht, bin sicher den Zuhörern, wenn sie sich dann auch angeregt durch die Diskussion auch mit dem Buch beschäftigen, wird es sicherlich ganz ähnlich gehen. Auch die Hörbuchaufnahme können wir also wirklich dann nur stärkstens empfehlen. Monika Maron, ganz herzlichen Dank für deine Gegenwart heute hier bei diesem offenen Gespräch, bei dem freien Gespräch hier im Sandwehr-Televisor. War sehr schön. Vielleicht als kleiner Werbeblock, ich meine, es
geht ja in deinen Romanen, Arthur Lanz, bei vielen anderen ja immer doch um einen gewissen Kampf, einen gewissen Widerstand, ob das Widerstand gegen das Altern ist, Widerstand gegen gewisse gesellschaftliche Deformationen, Widerstand gegen, ja auch wie am Anfang deines Schreibens, gegen ein Unrechtsregime wie die DDR, Thema, das glaube ich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und da ist natürlich auch doch die Tatsache, dass eben auch der Sandwirt natürlich sich als Magazin konstruktiven Widerstands sieht, Zitat, und von daher kann man natürlich auch nur den Zuhörern und Lesern also an das Herz legen, sich natürlich mit den Publikationen des Sandwirts auseinanderzusetzen. Zu jeder großen Jahreszeit, hier Herbst 2023, kommen auch die eine Auswahl der verschiedenen Publikationen eben auch auf den Markt, die man eben auch über den Sandwirt-Shop auch dann entsprechend bestellen kann. Und vielleicht, wenn es erlaubt ist, eben auch für mich selbst eine kleine Werbung. Einer der zweite Band des Sandwirts Verlags ist eben auch die Zusammenstellung meiner eigenen bisher erschienenen Lebensbilder des Widerstands, das Buch Freiheit und Ideal, das sicherlich auch unter dem Blickwinkel auch den einen oder anderen durchaus inspirieren könnte. Vielen Dank jedenfalls für das Zuhören. Vielen Dank, Monika Maron, für das schöne Gespräch. Bleiben Sie uns treu, klicken Sie weiter durch den Sandwirt-Televisor und bis sehr bald.